Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Final Fantasy 12. Wir gehen nun erstmal in den Grimoire-Dschungel. Und ja, wir waren hier schon mal, aber nun geht's hier richtig los. Unser Ziel ist es aktuell, hier durchzureisen und wie jetzt die schöne nach Boa Miska zu gehen. Wir haben hier nämlich wieder einen neuen bzw. alten Gefährten, nämlich Larsa ist dabei. Schau mal, wie er kämpft. Ich dachte natürlich, er wäre ein Mädchen. Er hat eine sehr hohe Stimme und ein bisschen so ein das Androgyne, aber das ist ja ganz normal. Ich meine, JRPG ist ja nicht besser. Naja, und ihr seht, er hat so einen netten Fechtsinn. Ja, beim letzten Mal waren wir dann im... Oh, gelähmt. Ja, ist mir doch wurscht. Beim letzten Mal waren wir hier im... einem Dorf. Wir haben dort die einige interessante Informationen bekommen, haben hier mysteriöse... Prophezeiung, sage ich jetzt eigentlich mal, der Richter hier bekommen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das was bringt, aber ich muss gehen. Die hier schon wieder ihre Pläne schmieden. Und ich habe immer das Gefühl, so ganz gut wird das nicht für uns ausgehen, aber nun gut. Ash? Okay, Ash ist tot. Sehr gut. Nein, 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 nein. Aber sie ist halt auch weg. Okay, und schon ist sie wieder da. So, warte mal. Ich muss mal im Gambit was einstellen. Und zwar. Das Blind brauchen wir eigentlich gar nicht. Oh, ich hab das. Oh, ich hab keinen Zustand Leben. Verdammt, das heißt, ich muss das selber machen. Selber was machen? Im Final Fantasy 12 geht er gar nicht. Morbolz! Nein! Meine Erzfeinde! Meine Erzfeinde! Aber sowas von meine Erzfeinde, Mann. Ich meine das ganz ernsthaft, Mann. Ich hasse Morbolz, Mann. Das sind zwar kleine. Die sehen noch nicht ganz so hässlich aus. Aber Morbolz sind und bleiben meine Erzfeinde. Ihr seht, mit den ekligen großen Augen. Und ihr wisst, was sie machen. Ihr wisst, was sie machen. Ihr wisst es alle, Leute. Jeder, der schon mal Final Fantasy gespielt hat, wisst, wieso man über Scheiße. Okay, sie machen Ramme und jetzt kommen sie mit ihrem scheiß Atem. Genau, gemacht, schlaf auf alle. Es ist so scheiße, es ist so furchtbar, Mann. Ah, Morbo ist natürlich bekannt dafür, dass sie mit ihrem Stinkeratem jeden Status-Attribut einfach mal so raushauen können, den sie wollen. Manchmal seid ihr versteinert, manchmal seid ihr vergiftet, manchmal seid ihr eigentlich alles. Und ich hasse Morbo's. Ich habe meinen Hass entwickelt in Final Fantasy 7 Crisis Core auf die. Da weiß ich noch, in der letzten Region, die eh super scheiße schwer war. Ich meine, das Spiel war okay vom Schwierigkeitsgrad her. Aber die letzte Ebene war richtig, richtig schwer. Und dann wollte ich da leveln, weil ich für den letzten Fight so unterlevelt war. Und dann komme ich nur gegen die Dinger, die ich nicht bekämpfen konnte, weil ich mich immer vergiftet habe. Ich weiß ja, da habe ich ja Albtraum. Das ist ja echt ein Albtraum. So. Okay, schlängeln wir uns da runter. Jetzt ist die Frage da. Oder da. Ach, wir gehen erstmal den Weg. Draufhauen, Leute. Jedes der eurer Drecksaugen hauen wir ab. So. Ich find's nur cool, dass... Ich weiß nicht, wieso Ash alle mit ihrem Schwert... lähmen kann. So, Gargoyles, warte mal. Das ist ein furchtbarer Wald. Anknabbern, das kannst du ja gerne machen. Da habe ich kein Problem mit. Leute, das ist echt keine schöne Location, Mann. Viele Gegner, die sehr viele schöne Statusveränderungen, Effekte haben. Ach, zum Glück haben wir Larsa dabei. Was ist denn vom Level 29? Okay, also ich habe das Gefühl, immer der Charakter, den wir... mit in die Party nehmen, das ist immer ein Level stärker als unser als unser Gruppenleader. Auf den Kopf drauf, Mann. Schade. Na, es fliegt gar nicht auf den Kopf. Normalerweise in Final Fantasy fliegt immer so ein kleiner Eisblock von oben drauf. Finde ich es süßer. Nummer 1, Gargoyle. Was gibt's eigentlich Erfahrung? Haben wir noch nicht geschaut. Ah, der Ash. Schau mal, wir kämpfen zu dritt auf einen, Mann. Und Ash kämpft alleine. Oh, Larsa. So stelle ich mir das vor. Okay, jetzt sind wir da, wo wir angefangen haben. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann gehen wir erstmal hier durch. Mann, das ist ja schon wieder zwei. Und das ist auch ein Morbo.
ich werde noch viel Spaß in dieser Location haben. Ich werde noch sehr, sehr viel Spaß haben in dieser Location. Ich sehe jetzt noch kommen, es kommen noch Bomber, die explodieren dann und dann sterbe ich. Und dann ist alles komplett, Mann. Dann habe ich ja richtig eine schöne Zeit. So, na, ich gehe jetzt da, dann gehe ich danach, also von hier rechts, von Van aus links. Trent. Ein schwächer Eros, komm, Level 24 ist ja gar nicht. Sind wir noch stark unter Level 1000 drauf. Was? Der sieht ja cool aus. Seht ihr, er tut auf seinen zwei dicken Händen. Steht da. Das Lustige ist, eigentlich ist das schlecht. Ach, weil seine Beine so ein bisschen. Oder sind das überhaupt Beine oder ist er einfach ein wenig hier. Ist es nur Dekoration, aber. Leute, also Final Fantasy 12 hat so ein cooles Gegnerdesign teilweise. Das ist echt spitze. Ne, ich dachte immer sofort an die Trends gibt es ja eigentlich immer in Tales-Spielen. Das sind ja immer die guten Trenchcoats. Es war klar, dass es nicht so einfach ist. What is it? The jungle denies us our passage. What have we done? We? No. I. What's that mean? How are we supposed to get through that? Making an appearance? Come on, I'm talking over here. I thought you'd left for good. Hey! Our choices are few. Friend? Balthier! This is as much for you as it is me. Oh? You are ill at ease. The Nethersite troubles you. You've let your eyes betray your heart. Right. What are you doing? Soon you will learn. We go to seek aid of the Viera who dwell ahead. I bet they'll be glad to see you after so long. I am unwelcome, an unsought guest in their wood. Okay, darf ich mal so eine ganz unwichtige Frage stellen, die wir bis jetzt noch nicht gestellt haben, weil wir keine Zeit dafür hatten, ne? Wer oder was ist Fran eigentlich? Also außer eine heiße Hasenlady. In the village ahead you will find her, Mjern. Bring her to me. She will know why you call her. Und kannst du mir ganz genau sagen, was hier los ist? Um die Barrieren im Wald zu passieren, benötigt mir Mjerns Hilfe. Sie sollte meine Präsenz schon gespürt haben. Bringe sie zu mir, Van. Ich werde in der Zwischenzeit hier warten. Was ist denn hier los? Hat sie irgendjemanden oder irgendetwas getan? Also ganz ernsthaft, Mann. Also Fran ist ein merkwürdiges Wesen, deswegen level ich sie nicht. Ich sehe schon, komm, Mann, ich werde das stark bereuen. Irgendwann wird sie eine Hauptaufgabe haben, wo man sie dabei haben muss. Aber ich werde sie irgendwann mal leveln. Irgendwann wird der Tag kommen. Aber es dauert noch. So. Eigentlich würde ich ganz gerne zu dem Shopkeeper eine Karte. Ach, kaufen wir eine Karte. Genau. Wir wären zwar vom Wald, wenn mir ehrlich gesagt ist lieber. Aber nun gut. Ja, super. Wegen den 10 Metern habe ich mir jetzt eine Map gekauft. Ihr seht alle so miese Abzocker. Meine Kupus.
Das Dorf eilt. Ich habe so das ganz ungute Gefühl, dass Menschen nicht so ganz gerne hier gesehen werden. Oder vielleicht bilde ich mir das ein. Werde ich überhaupt reingelassen? Okay, ihr seid mit der Security nicht ganz so gut. Und unser Bogenschütze hier, der hier gerade war. Dies ist das geheime Dorf der Viera. Unser einziges Refugium. Dorf Elte wird es von der Außenwelt genannt. Wir verabscheuen die Außenwelt und die dort Lebenden. Geh fort. Lass uns unter dem Frieden des Waldes und geh zurück, wo du hergekommen bist. Wieso? Was haben wir denn getan? Die Berührung mit der Außenwelt ist uns verboten. Niemand wird dich willkommen heißen. Niemand wird sich deiner Wünsche annehmen. Kann mir nur... Ich bin ja gleich wieder weg. Ihr müsst mir nur sagen... Unieres. Du bist meiner Stimme unwürdig. Hum. Aber wie nennst du mich? Ja, Hum. Ich bin kein Humus. Auf der hinterliegenden Wasser ein einsamer Tümpel. Blühen bisweilen die schönsten Seeblüten. Erschließt sich der Sinn meiner Worte? Ein wenig. Mien, woher kennst du diesen Namen? Ich bin Mien. Aber was weißt du über die Trägerin dieses Namens? Also, ja, und super, was hilft mir das jetzt? Das sind, was haben wir denn getan, ey? Du hättest uns doch mal vorwarnen können, wären das hier alle Spinnen. Friend. Also, im Endeffekt so ein bisschen so eine Art Elfenvolk. Verschotten sich hier in ihrem Wald, wollen nichts mit den Menschen zu tun haben und hassen alles, was außen ist. Ein Stück den Weg darauf haben wir Hüterin unserer Behausungen. Ein Hum hat dort nichts zu suchen. Ja. Was willst du von mir? Ich glaube nicht, dass du etwas mit ihr gemein hast. Geh damit, damit Unfall von uns abgewendet wird. Du bist ein schlechtes Omen. Gehe! Um unser aller Wohlsein willen. Das kann doch nicht sein. Mir, ihre Sinne sind zu sensibel. Sie selbst ist noch unreif und aufgewühlt. Von kindlichen Neugier und den Eingangsgesetzen der Viere. Das Potenzial einer großen Schamanin in sich tragend, fällt es ihr schwer, ihr Temperament zu zügeln. Ich ahne Fürchterliches. Ja, und ist sie... Hey, ihr müsst mir sagen, wo sie ist. Dann sage ich hier, hey, Fran ist wieder da. Und dann bin ich schon wieder weg. Ich will ja gar nicht mehr, aber das sieht hier echt schon wieder schön aus. Ein verstecktes Dorf also. Und ich gehe mal davon aus, weil Fran eben nicht mehr hier in dem Dorf ist und nicht gern gesehen ist, dass sie dieses Dorf verlassen hat und dass es den Menschen hier nicht so gut gefallen hat. Hinter dieser Brücke befindet sich das Heim der oberen Tod, in deren Händen die Geschicke unseres Dorfes liegen. Was kann dein Hum von ihr wollen? Ich will eigentlich gar nichts von ihr. Aber nur gut. Mien, sie ist normalerweise hinter der Brücke. Doch wirst du sie nicht antreffen. Welches Anliegen könnte dich zu ihr finden? Hey, ich will doch nur mit ihr reden. Danach können sie mir doch alle in Ruhe lassen, okay? Hey, Mirren lives here, doesn't she? We're here to see her. You would leave at once. It is not allowed for humans to walk on these grounds. We'll go as soon as we've seen Mirren. If you can find her. We're not leaving until you let us see her. Fine then. We'll look for her ourselves. Ah. I've heard the voice of the wood. She says Mirren is not in the village. Jote, where has she gone? Why do you ask? The wood tells us where she has gone. Or can you not hear her? You cannot.
Your ears are dull from hearing their harsh speech, I think. Viera, who have abandoned the wood, are Viera no longer. Mjörn, too, has left her embrace. And you forsake them in turn? It is the will of the village. Viera must live always with the wood. So is the green word, and so is our law. We'll let you worry about keeping your laws. Just do us a favor and stay out of our way. We'll find her ourselves. Our sister has left the wood and gone west. She wanders warrens among men who hide themselves in clothes of cold iron. Thus to me has the wood spoken. The Viera may begin as part of the wood, but the wood is not the only end we may choose. The same words I heard 50 years ago. Und das heißt im Endeffekt, sie ist hier. Wir haben immer einen, ich sag jetzt mal, Hast. Sehr schön. Wir haben im Endeffekt hier einen Tipp bekommen. Aber ich denke, das hat sie uns hier nur gesagt, damit sie uns so los ist. Was mir noch auffällt. Okay, ich nehme alles zurück. Nein, ich dachte, es gäbe hier nur zwei dunkle Viera im Endeffekt. Aber so wie es ausgeht, gibt es hier doch mehrere. Nun gut, okay. Vielen Dank für diesen Tipp, liebe Priesterin. Und die Frage ist, wieso brauchen wir Mühen? Können wir niemanden anderen finden als die Barriere? Also ich meine, willentlich hilft uns natürlich niemand, aber vielleicht, um uns loszuwerden, wird uns ja auch jemand anders die Barriere entfernen. Aber wenn ich hier schon wieder höre, dass sie sich in einem Stollen irgendwo befindet, heißt das im Endeffekt, ich glaube, wir werden in nächster Zeit hier nicht weiterkommen. Na gut, dann verlassen wir erstmal das Dorf. Und ich würde zwar trotzdem jetzt mal ganz kurz erzählen, was hier eigentlich los ist, warte, was genau diese Wesen sind und wieso, also Fran, okay, hat es deutlich verlassen, ist sehr deutlich rausgekommen und ist deswegen verbannt geworden, aber wieso? Not bad, Vaughn. Didn't think we'd get any information out of that one. So then, what was she saying about men in a warren? The Henna Magicite mines. Maybe that's what she meant. They lie in Bangor, south of the Osmoan Plain. The entire region is a colony of the Arcadian Empire. There would be soldiers. Is that a problem? Let's move. Fran. Yes? I was wondering what Yote said, you know? About how you said the same thing 50 years ago? Your point? How old were you again? Nice fun. Oh, surprisingly rude. Try to grow up, please. Eine sehr schöne Szene. Okay, wenn du fertig bist, gehen wir zurück nach der Westen zu den Osmo-Ebene. Okay, Leute, eine sehr gute Szene, Mann. Wie alt bist du? Das ist eine Frage, die man jede Frau, egal was für ein Wesen, sie es immer gut stellen kann. Es ist nicht so, dass sie noch fragen können. Du, Fran, hast du zugenommen in letzter Zeit? Du bild ich mir das ein. Da hat er einmal so ein richtig guten Moment gab, wo er einmal so auf den Tisch gehauen hat, ja, und dann ist er sofort wieder. Ganz ordentlich. Ash und Finn haben genau gewusst, dass das eine doofe Frage war.
Okay, also, im Endeffekt heißt es nur wieder rauslaufen. An dieser doofen Barriere kommen wir erstmal nicht vorbei. Dich mache ich nochmal schnell platt. Aber diesmal mit Feuer. Bam. Und dann haben wir nochmal hier. Ich klaue jetzt mal. Einfach weil ich kann. So, aber trotzdem eine sehr gute Szene, Mann. Gut, okay, Leute, dann raus geht's. Das sind ja zwei inzwischen von denen. Hallo, ich habe gerade deinen Buddy getötet. Ich weiß nicht, ob dich das stört. So, wir könnten natürlich auch da mal nach unten laufen und schauen, was da ist, aber hey, passt schon. Immer mit der Ruhe mit den jungen Pferden ist, aber wir hauen uns jetzt hier nochmal ganz schnell durch. Kein Gemach. Bloß kein Gemach. Es ist so eine nervige Fähigkeit. Ich meine, es bringt den Gegner so wenig, Mann. Aber es hält halt 100 Jahre an. Die Frage ist, kann ich eigentlich Hast jetzt zaubern? Na, ich muss mir... Wir müssen mir erst das freischalten, aber immerhin haben wir schon mal den Skill Hast. Ist schon mal etwas. Und irgendwann werden wir dann auch Hast zaubern können und dann wird's lustig werden, Mann. Weg da, Panther. Aggressive Viecher sind hier in diesem Wald. Das merkt man definitiv. Ach, egal. Mach mal. Mach mal voll. Nee, mach mal eher. Na, mach mal voll. Feuer das immer gut. Wenn er es natürlich nur macht. Wenn er es macht. Sind wir alle gelähmt. Sehr schön. Sehr schön. Weißmagie. Bla, 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 bla. Muss mir unbedingt die Fähigkeiten... Fähigkeit kaufen, die hier Leben heilt. Ich sehe schon, kaum alle versteinern bald. Okay, jetzt sind wir wieder in den Osum eben und nun auf in die Minen. Aber erstmal hier zum Speicherpunkt. So, und schon sieht es wieder gut aus, denn Leben ist kein schöner Statuseffekt, Mann. Es ist sehr nervig, Mann. Wir haben jetzt den Zauberspruch, dass wir das heilen können. Aber ich müsste halt... Also wir haben es freigeschaltet, aber ich müsste halt erstmal das Skill kaufen. Und den gab es bis jetzt noch nicht. Immer nur doofe Skills gibt es zur Kampf. So, Chocobo, kann ich dich eigentlich jetzt reiten wieder? Leider nicht. Ah, habt ihr eine Pause über meine Kamerade zu überwischt? Der macht's nicht mehr lang. Ja, ja. Danke, werde ich euch nicht vergessen. Am imperialen Soldaten haben wir es gegeben. Danke euch, dass mein Kamerad im Tod gerade nochmal von der Schippe gesprungen. Ich danke euch zutiefst. Schrecklich zerteilte uns in den Hennerminen. Eine Bestie wütete in den Stollen. Die Grausame war es alles, was ich bisher erlangt sah. Wir konnten uns bis hier retten. Doch mein Kamerad ist noch schwach. Wir werden rasten. Wenn es euch hilft, könnt ihr in der Zeit unser Schokobo allein. Ich liebe dich. Dankeschön, 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 Dankeschön. So, ja, gib mir ein Schokobo. Oh ja. Ja! Hau her, Mann. Ich habe es nicht gelesen. Wahrscheinlich ein sehr hilfreicher Tipp. Aber egal, ich habe einen Chocobo. Hat sich ja richtig gelohnt, mir hier die Potion zu geben, Mann. So. So, ich weiß trotzdem nicht ganz genau, wo es lang geht. Aber vielleicht kann er ja da drüber jumpen. Jetzt ist erstmal Zeit. Turbolader! Und jetzt, Alter, der cruist durch die Gegend, Mann. Lichtgeschwindigkeit. Chocobus Speedman. So. Geht jetzt einfach mal da runter. Vielleicht kann er echt rüberjumpen. Ich weiß es nicht. So. So, okay, du tust das nicht. Na, kann er nicht. Da müsste man irgendwie hin. Aber da kommen wir auch nicht hin. Ha. Keine Ahnung, wie ich hier weiterkommen soll. Also ich muss definitiv hier rüber. Ich habe mir das echt durchlesen sollen. Leute, wir machen das jetzt ganz anders. Ich mache nämlich jetzt erstmal einen ganz kleinen Cut. Dann schaue ich mir nochmal an, was der liebe nette Herr hier gesagt hat. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal komme ich da rüber. Jetzt machen wir aber erstmal einen kleinen Cut und dann bis zum nächsten Mal von Final Fantasy 12. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.